Hallo Leute, hier aus Baldus Welt, aus meinem Büro, zeige ich euch jetzt mal wieder ein kleines Set von Ausini. Dieses hier, das heißt Pirates oder Piraten, das Set Nummer 27705 und hat ein paar hundert Teile. Die Bauanleitung ist auch nicht gerade gefährlich. Das, was gebaut wird, das ist farblich dargestellt und das andere ist ausgegraut oder ausgeweißt, was schon fertig gebaut ist. Da sind ein paar nette Teile dabei. Meistens hier so Standard-Bricks. Teil der Liste haben die hier nicht drin. Und Aufkleber das Set auch. Und das Segel hier, was sie hier drin haben, das ist aus Plastik. Also ist kein hochwertiges Zeug, sondern mehr so billig gemacht. Jetzt habe ich hier das Teil. Das Schiffchen sieht aus wie so ein, ja, sagen wir, Wikingerschiff. Also das hier vorne, ich halte das mal so, das hier sind Prints. Ne, da sind Prints drauf, aber das hier an der Seite, das sind Aufkleber. Ja, die ganzen Slopes hier, haben sie die Aufkleber drauf, hier, genauso hier unten. Ja, das Segel. Ja, das Muster ist drauf, aber es ist ein Plastiksegel hier. Gut, Figuren waren auch bei, drei Stück. Die will ich euch mal zeigen. Auch so billig, wie es nur geht, ne? Ich halte es mal hier vorne hin. Schaffe das auch noch mal. Ja. So. Von hinten haben wir die ganz normal, ist nichts bedruckt. Bei dem hier weiß ich jetzt gar nicht, ob der da irgendwas bedruckt hat. Ich habe schon wieder was abgerissen mit meinen damischen Fingern. Da ist auch nur hier vorne der Druck drauf und das Gesicht sieht auch so ein bisschen grimmig aus. Das, was von der Klemmkraft her, ja, so mittelmäßig. Hier die Dame mit ihrem Kleidchen. Und von hinten ist auch nichts drauf. Das, was wir hier haben, sind ein Haufen Schilder, die hier drauf sind. Hier an der Seite. Dann haben wir 2, 4, 6, 12 Stück von. Die sind bedruckt. Oh Wunder. Da ist so ein Skorpion drauf. Und das hier da. Moment, wo ist es? Da ist das ist auch ein Druck. Das ist. Gut, die Steinequalität ist mittelmäßig. Man sieht es ja auch, ne, wenn ich hier was anfasse, das fällt gleich ab. Also ein Haufen Platten bei. Die Ruder sind auch nett gemacht. Ich nehme eins raus. Kann ich euch das zeigen? Das sind so Stangen. Hier so drauf haben. Gucken wir mal, was hinkriegen. Mal nicht so schnell bewegen. Soll es auch sehen. Ich kenne immer so eine Stange. Das haben wir vorne eine Spitze, einen Dreier und die Stange ist speziell. Aber das ist die Stange.
Ja, bei Herrn. Da haben wir einen ganzen Haufen von. So, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 10 Stück. Naja, die Steine, die sehen hier aus wie Karamellbällchen, ne? Wie ich sagen, das sind auch Farbunterschiede. Seht ihr das? Bei dem Set hier. Aber dies und dies sollte eigentlich normalerweise gleich sein, aber es sind Farbunterschiede bei. Von den braunen Tönen. Und dieses hier dann hier wieder dran zu machen, das ist auch wieder so eine Kunst für sich. Und das ist nicht so, sagen wir nicht so pralle. Mit der Klemmkraft, ja. Das sind diese Slopes hier an der Ecke hängen. Das ist genauso das gleiche wie hier hinten. Das fällt dann auch, wenn man zu doll drückt, fällt es auch ab. Einen Haufen Ketten haben wir hier noch dabei. Also haben sie nicht gespart. Also die haben nichts mit Bändern gemacht, sondern mit Ketten. Der Mast ist eigentlich auch stabil. Oder relativ stabil. Man sieht es ja hier, ne? Da. Von der Klemmkraft hier. Also es hält, aber zum Spielen ist es eigentlich nicht geeignet. Einfach bloß hinstellen, gucken. Oder eben als Teilespender nehmen, das Teil hier, ne? Also ein Teilespender wäre, kann man das ja wohl, kann man das gebrauchen, aber so zum Hinstellen nicht. Ich werde es hier auch wieder zerlegen, weil es bringt mir hier eigentlich nichts, weil es sieht auch nicht, hat mir mehr darunter vorgestellt. Sieht nicht besonders schön aus, sage ich mal. Sind brauchbare Teile dabei, aber für so ein Schiff ist das nichts. Das ist eine billige Aufmachung. Ja, das ist, also ich bin von außen nicht so begeistert. Na gut, Figuren. Man sieht es ja hier, ne? Was man da auch hier diese Einrundungen hier, die an der Seite sind. Es wird einfach bloß hier so drauf gesteckt, das hältst du gerade zwischen. Ja, halte ich oder halte ich nicht. So im Ganzen. Gut, wenn man jetzt hier nicht drauf drückt, an diesen Seiten hier, dann kann man es wohl transportieren. Nur drunter, aber Kinder, nee. Die Kinder zerlegen das sofort. Also, da ist auch irgendwie kein Rad hier unten drunter. Ja, man sieht ja auch, da ist kein Rad drunter. Oder irgendwelche Noppen, die glatt sind, dass man das über den Teppich schieben kann. Man sieht es ja hier, ne? Geht man in eine Richtung und dann klemmt das. Also ich bin nicht von überzeugt von dem Teil. Also das Ding ist echt ein Fehlkauf. Ein absoluter Fehlkauf. Also billig gemacht. Steuerrad, gut. Aber auch die Brauntöne und die Farbunterschiede hier, das ist. Das hast du hier in diesen Farbtönen, da sind 1, 2, 3, 3 Farbtöne schon alleine hier schon drunter. Ja, guckt euch das mal an hier, da sind 3 Farbtöne drin. Hell, dunkel und ganz dunkel. Das ist nix. Absolut. Nee. Kann man nicht gebrauchen. So, das war's dann, was ich euch jetzt so zeigen wollte, was ihr getrost nicht kaufen könnt. Oder nicht sollt. Oder wenn ihr es als Teilespender nehmen wollt, ja. Ansonsten. Nee. Das war mit der Hand ein Griff ins Klo. So, dann verabschiede ich mich mal wieder und sage dann mal tschüss, bis zum nächsten Mal hier aus meinem Studio und ciao.